So. User joined your channel. Hallo. Na? Was noch? Geht jetzt wärmer oder kälter wie im Quali-Server? Oder ist das dasselbe? Fabi? Hat er nicht geguckt, Mist. Microphone activated. Sound muted. Sound resumed. So, meine Leute. Was sagst du? So, meine Leute. Alle bereit? Ja, Fabi, ist hier jetzt wärmer oder kälter wie im Quali? Ach, keine Ahnung. Ich bin bereit, mein Bier steht schon bereit. Wieso habe ich hier die Nummer 9? Kriegt man hier nicht seine Startnummer als... Du musst es schon selber verteilen, Christian. Nee, die habe ich ja, die 277, aber ich habe hier die Nummer 9 auf dem Server. Dann habe ich keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Ich dachte, das ist meine Platzierung im Quali, aber so weit vorne war ich gar nicht. Nee, du hast doch dann 277. Ja, hab ich. Ja. Ja, aber ich mein. Nee, ich bin 9. hier. Ah, jetzt. Ah, nee, das ist die Platzierung, sorry. Ich wollte es nur sagen. Hä, was labert der Typ schon wieder?
Good luck, guys. Auf geht's. Weißfalls. Irgendwie das Rennen nur überstehen, ey. Erstmal erste Kurve. Ich hab halt Angst, ey. Mit den Leuten um mich rum. Vielleicht habe ich ja Glück und komme irgendwie in die Top 20, was ich zwar nicht glaube, aber... Oh, 16, da bin ich nur geworden. Ja, ich bin nur eins vor dir nur. 15 da. Dreck. Let's go. Still there.
until their door. Clear him. Clear. Ja, mein Rennen ist durch. Clear.
your eyes open. Go to the right. Left side. Clear, clear, good job. Left side. Clear, clear. About 5 out of 5. Right side, clear. On your right. Still there in your door. Clear.
door clear. Left side. Clear, clear, clear. Ah, hab ich mich verbremst, ey. Aber wie? Jetzt hat es schon offen gelassen, in. Ja, ich hab extra die Bremse gelöst und bin dann innen reingefahren, dass ich euch nicht abräume. In der letzten Runde weggeschmissen. Oh, schade, Top 20 wäre drin gewesen. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz... Oh, geil, 12. noch geworden. Nice, Fabi. Innerhalb von 2 Runden 4 Position aufgeholt. Ah, oh, nerv mich das, ey. Das ist so ein geiles Ergebnis. Boss, gewesen. Alter, einfach nur Boss. Ja, und ich hab den 12. weg. Ja, und dafür schmeißt der den weg in den letzten 2 Runden. Das holen in den letzten 2 Runden den 12. Ja, also meine Reifen waren zum Schluss jetzt auch irgendwie ganz schön. Ich guck mal die Reifenluftdruck. Temperatur. Oh, geil, ey. Aber richtiges Cross-Manöver am Ende, Parabolika. Ja, das war knapp dort, mein Abflug. Ja, ich hab offen gelassen schon innen. Ich dachte schon, das wär's. Ah, oh, geil. Ich hab den Band. Jetzt muss ich ja eh runter vom Server, ne? Ja. Also 65 km/h.
Die ist noch 7. Bernd Schmidt, wo ist denn der Bernd Schmidt? Guck jetzt mal, wo der Remo Zemp ist. Ist der hier irgendwo auf dem Team? Ja, ganz unten, muss man gucken. Bei Viking Motorsport. Wo ist er denn? Ganz unten, bei V. Ja, da ist er aber nicht. Doch. Doch, ja. Remo Zemp. Den anderen hier. Da ist er, ja. Heißt der auch Remo, oder wie? Ja. Bernd Schmidt, habe ich gerade gesagt, ja. User left your channel. Geil, geil, geil. Boah. Ja. Fabi, ich war 4 Positionen hinter dir, ne? Ja. Das Glück gehabt. Und dann ist mir noch einer hinten reingedübt. Also wie immer. Man muss auch ein bisschen was runterdrehen. Wild, ey. Muss noch ein bisschen Details runterdrehen hier. Low, low. User joined your channel. So du, okay. So. Der müsste ja gleich kommen. Schade, ey. Bisschen. Ja, voll schade. Bisschen besser. Also ich. Ja. Bisschen besseres Setup und. Nee, Entschuldigung. Daran lag's bei mir nicht. So, nee, bei mir bisschen besseres Setup und plus keine so abbauenden Reifen. Dann wäre vielleicht so was drin gewesen. Bin ja mal gespannt, vor allem wann ich nächste Verwarnung krieg. Diesmal wahrscheinlich berechtigt. Bin halt beim Anbremsen einfach nicht aufs Gas gekommen. Oh, oh, oh. Ja, aber er konnte sich halt auch nicht entscheiden, ob links oder rechts. Wen hast du abgeräumt? Den Bernd Schmidt. Runde 2 oder sowas, glaube ich. Oder 3. Boah, halt. Ziemlich schade irgendwie. Mann, da wäre auch für mich ein bisschen mehr drin gewesen. Ja, heute ist irgendwie... Gut, ich meine, wenn man überlegt, von 38 bin ich jetzt auf 26 mit 2 Crash ins Ziel gekommen. Ja, ist in Ordnung. Ah, geht da vor mir jetzt richtig gekracht, ey. Da habe ich nicht gewusst, wo der ist, ne? Das war mega fies. Vor mir hat sich einer überschlagen, ey. Eieiei. Aber das habe ich relativ gut ausgenutzt. War ziemlich undurchsichtig auch. Ja, das ist Monster, ne? Also. Ah, jetzt startest du ja dann auf 1, wenn du 12. bist. Ja, natürlich. Ich weiß, warum ich so freue. Jetzt mal an, ab Ascari bin ich auch so rangeflogen. Unfassbar geil. Oh, Beast Mode. 2 Kackrennen in der BES am Wochenende und jetzt kommt er fort. Microphone muted. Schade, da wäre so viel mehr drin gewesen. Da hinten hat sich noch mal einer überschlagen. Respekt, ne? Microphone activated.
Um 50 kommt der neue Server, ne? Ja, ungefähr. So, wie mache ich meine Taktik jetzt? Lade ich mir den Tank voll am Anfang oder nicht? Ja, natürlich, immer mit voll losfahren. Meinst du? Ja, oh, Server ist da. Wollte gerade sagen, selber da, schon gerade. Noch kurz weg. Mikrofon muted. So, jetzt haben wir noch mal eine Stunde Action, ey. Oh ja, oh, ich hoffe, dass es diesmal besser läuft. Was halt ich hasse, wenn sie auf der Geraden immer links, rechts, anstatt dass sie mal ihre Linie halten. Entweder links oder rechts. Mache ich nochmal immer. Ich entscheide mich für eine. Schon vorher, wenn einer nah dran ist, überlege ich mir, wie ich aus der Ja, Kurve eben. raus mich verhalte. Und Wenn einer ja. hinten dran klebt, war ich immer innen, ist mir scheißegal. Genau, ich auch. Weil er kann da nicht vorbei, es sei denn, er ist wirklich viel, viel, viel schneller auf die Geraden. Aber ich hatte das Rennen schon echt viele Kurven zu zweit. Also wir hatten das ganze Rennen, oder Fabio, wir hatten das ganze Rennen Kampf. Der noch da? Ist kurz weg. So, wir waren die ganze Zeit so eine Vierer-Fünfer-Gruppe. Haben es uns richtig besorgt, ey. So richtig besorgt habt ihr euch. Ja, so richtig hart. Oh, ich geht's auf jeden Fall. Ach, wir haben jetzt wieder ein paar Minuten Zeit, ne? Ja, wie lang ist denn jetzt? 7 Minuten haben wir jetzt noch. Und dann eine Stunde durchknallen, ey. Aber das war bisher mein bestes DS, oder? Wie viel da war ich jetzt? Ja, für mich auch, weil es das erste ist, wo ich ins Ziel gekommen bin. Nee, ich hatte in Spa war ich, im Nachtrennen war ich richtig gut. Ich glaube, da war ich auch einmal.
Also der 16. Platz jetzt ist jetzt besser. Ich finde aber DSTM ist richtig heftig, ey. Ist auch, also Top 10 Bereich ist richtig heftig. Das geht, also ich hatte schon Rennen, da bin ich auch gut aus der Box raus. Aber ich sag mal so, alles was so ab, ja eigentlich unter 20 losgeht, dann wird's schon eng, dann da ist schon alles schnell. Ja, unter 20 wäre ich gekommen, zwar durch ein paar Crashes und so, aber hätte, wenn und aber, ich habe auch zwei Unfälle gehabt und dem her. Hätte, hätte, Fahrradkette. So schaut's aus. Jetzt mit vollem Tank ist auch wieder was anderes, finde ich. Genau, jetzt sehen wir erstmal. Warm ab 10 Minuten, ja, es sind noch 4 Minuten, ne? Ja. Ja. Also ich habe ausgerechnet, ich brauche ca. 140 Liter. Boah, das heißt, wir müssen ja. Also mal losfahren darf man mit maximal 60. Wie bitte? Wie viel darf man maximal losfahren? Mit 120. Ach so. Wie viel hast du gerechnet, Brauchmann? Also ich circa 140. 140? Ach, scheiße. Ja. Gut, jetzt hat wahrscheinlich im Endeffekt wahrscheinlich 130 oder sowas, aber ist ja Safety First. Überleg mal, wir haben 60 Minuten. Das sind 3600 Sekunden. Liften, Coast, Digga. Wieder. Dann 34,2, also 33 bis 35 Runden sowas um den Dreh. Fabi, ich hab grad gesagt, wir hatten ein richtig, richtig geiles Rennen. Also 135 ja. Liter eigentlich, aber ich nehme 140 zum Volltanken dann. Jetzt fährst du mit 120 los. Genau, und tank dann nochmal 20 nach. Ja, Fabio, wir hatten das ganze in Action, also so 4er-5er-Gruppe, ne? Ja. War schon geil und alle haben Platz gelassen, weil wir waren oft zu zweit nebeneinander. Jo, hätte ich nicht erwartet, dass er doch erst am Ende entschieden wird, wer vorne wird, sein wird. So. Aber die Benzen gehen mir voll am Kissen, ne? Die Kisten. Ja, du, so wie die über die Köpfe drüber räubern, da brauch ich gar nicht drüber. Dann denken wir im Audi, ne? Ey, ich fahr fort, ja, ich bitte dich. Das ist noch schlimmer. Ja, da fliegst du über die Würstchen drüber. Wenn du da drauf fährst, ich, tippst du ab. Nicht fahren kann. Der so ja. So, ich geh jetzt auch auf jeden Fall auch nochmal pipi. Scheiße, jetzt ist Fabi so weit vorne, ey. Komm ich ja nie ran. Ja, da hättest du aufstehen können, aber du wolltest es leider nicht. Okay. Scheiß auf das Warm-up hier. Ist so. Wer es jetzt noch nicht kann, der soll es lassen. Auf jeden Fall habe ich mich schon mal beim anderen entschuldigt. Dafür, dass ich ein bisschen aufs Gras gekommen bin. Ja, wobei, ich glaube, mit 130 Liter müssten wir hier auskommen dann. Aber auf der anderen Seite, das macht es halt dann auch wieder nicht fett, ne?
Ja, je nachdem, wo man ist. Also du meinst, es lohnt sich gamblen? Ich werde Liften groß machen. Boah, nee, das kann ich sicherlich nicht. Das lasse ich lieber. Was? Liften Coast. Ich fahr so, wie ich es gewohnt bin und fertig. Fahr jetzt erstmal 120 los, dann guck ich. Kannst du kommen? Geht ja auch mit über die zwecks die Reifen dann, ne? Ja. Na, Reifen muss man eh wechseln. Wenn du komplett runter radierst, ja, ich weiß ja, du musst eh wechseln, von dem her, ob du. Ja. Dann ziemlich spät wechselst, dass du mit dem leichten Auto frische Reifen hast. Keine Ahnung, ob das viel ausmacht hier. Also vom Gefühl gerade eben her, war ich halb, weil die haben angefangen abzubauen bei mir. Obwohl die noch so viel Prozent angezeigt haben, vielleicht sind sie auch nur zu heiß geworden. So, jetzt wird's lustig. Und überholen darf man jetzt, sobald green ist, oder? Ja. Nice. Whoop. Liter. Checkt. Boah, der Bratzler direkt vor mir. Right side on restart. Und der Laubisch, Giel, vor mir. Boah, das wird interessant. Vor allem von hinten kommen auch ein paar Schnelle jetzt, die es eben rausgehaut hat, ne? Jo. Oh, nice, das wird interessant. Ja, vor allem die ganz schnellen. Nochmal good luck. Gleichfalls müssen ja erstmal an den nicht so schnellen vorbei. Das heißt, kann länger dranbleiben vielleicht. Ich werde mein Bestes geben, Leute. Danke. Go Fabi, go Fabi. Fabi, tust du streamen? Ja, natürlich. Dann hört man uns ja wieder. Ja, natürlich. Hola, chicas. Hola. Oh, geht los. Freunde. Willkommen zu Eye-Wrecking. Der Geist kann Pit-Speed fahren und sagt meine Geschwindigkeit. Naja, okay, doch nicht. So. Wie schnell bist du unterwegs? Naja, 100. Hab mich verlesen. 97 ist Pits, ist Safety Car Pace. Oh, das wird schon wieder interessant werden hier. Tom, neben mir ist ein BMW. Neben mir BMW, hinter mir nur Mercedes. Jetzt geht er gleich los, Alter. Nice big deep breath here, refocus. Get those belts tucked. Nice and smooth, bud. Hey, car's off, be ready. Still there.
there by half. Stay on it. Right side. Still there. Clear, clear. Still there. Still there. Clear. Clear. On the left side. Clear. Sitting second.
Kurt, Rev, I think that's first place right there in front of you, man. Go get him.
Unfall, erste Kurve. Okay, ich bin aktuell 15. Mich wird aber gleich einer holen wahrscheinlich.
Er ist so ein Horst.
right. Still there. Clear. Clear.
Minuten. Warte schon an der Box? Ja. Nein. Thank you.
everybody, let's just get a nice rhythm here. Still there. Clear if you need it. Thank you.
Fabi, warst du schon in der Box? Ja. Wo liegst du jetzt? Fünfter. Stopp. Pushen. Thank you.
drive hard when looking for fish again.
go ahead, wheel landing around here. Auf geht's, Jungs. Eine Runde noch. Flag, man. Good effort, bro. Good effort. Oh, geil. Platz 16. Ja, geil. Alter, das hätte ich nie im Leben gedacht, gell? Fabi, du bist Fünfter, oder? Ja. Zwischendrin immer 10. Nice. Glückwunsch, Alter. Allerdings. Ich muss aber auch sagen, ich bin so glücklich über mein Rennen gerade. Ja, ich bin auch zufrieden. Platz 13 hätte ein bisschen mehr drin sein können, aber ein bestes Ergebnis bis jetzt. Hey, ich bin von 26 auf 16 vor. Oh, geil. Fünfter im Ford. Nice, Fabi. Alter. Nice. Ich würde sagen, das war jetzt wirklich ein gutes Rennen von allen. Ja. Traktionskontrolle jetzt.
Nice. Einfach nur geiles Rennen. Aber hallo, ich bin so konstant gefahren eigentlich. Also für meine Verhältnisse definitiv gutes Rennen. Top, Leute. Ich bin mega happy über mein Rennen. Fabi, P5 geil, gut gehalten, ey. Jo. Ich hab so viel Sprit gespart, musste trotzdem 3 Liter nachtanken und der hat so perfekt gepasst am Ende. Ja, wir hätten doch, also ich hatte, ja, gute 18 Liter zu viel. Mein Start ist gar nicht in. Wie kann ich denn die Dateigröße vom Replay erhöhen? Du gehst in Option rein. Option, ja. Replay. Replay wahrscheinlich. Und dann ganz oben, Enable Replay Spooling. Das muss angehakt sein. Okay, und dann nimmt er komplett auf, oder was? Genau, da kannst du auch mehr als eine Stunde zurückspulen. Ja, das ist halt schade, dass mein geiler Start nicht halt drauf ist. Ich hab den Start so verpennt eigentlich. Er hat so eine Zeit wie ein Toter gehabt. Ah, Jungs, ich trinke erstmal meinen restlichen Schluck Bier hier aus. Ah. Jawohl. Oh mein Gott, ich habe den Mark Rötten die ganze Zeit hinter mir gehalten. Ja, geil. Ich habe sogar einen Vorsprung immer leicht ausgebaut. Nach dem Stopp mit dem neuen Reifen war das Auto so gut. Ein Traum. Oh, wie geil, ey. So viel Grip am Ende. Hat richtig Laune gemacht. Uhuhu. Ich bin echt so mega happy jetzt gerade. Ah, geiles Rennen, Leute. So muss das. Ja, nur noch zweimal haben wir noch, ne? So, ich geh mal kurz auf YouTube. Ah, ja, aber die Strecke finde ich ja cool. RIP. Was fahren wir danach? Olden Park. Oh, cool, ja. Play angucken. Die Strecke sind ja schon Dings gefahren. BSFM. Ich glaube nicht die Variante, ich glaube mit den beiden Schikanen drin.